Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf 9999 Dinge. Hier ist Katrin und heute möchte ich mit dir diese Papierrosetten basteln. Ja, ich mache das derzeit so gerne, weil man da viele Papiere, wo man vielleicht noch einen Rest hat, aufbrauchen kann, weil man sich so austoben kann. Und ich möchte heute einfach erstmal die Grundidee zeigen, also diese ganz, ganz einfachen. Und diese kann man aber auch mit Schnickschnack noch zusätzlich verzieren. Man kann doppelt und dreifach das Ganze noch setzen. Und ja, mir macht das derzeit sehr viel Spaß. Diese Bastelidee hast du vielleicht schon gesehen. Da habe ich hier die Rosette mit so einem Schmetterling versehen. Das funktioniert allerdings nur, wenn man entweder so einen 3D-Sticker sich holt mit so einem Schmetterling oder eben eine Stanzmaschine, wo man sich den ausstanzen kann, was ich nämlich hier gemacht habe. So, also so kann das Ganze aussehen oder dann halt so, in klein, in groß. Was braucht man dafür, wenn man natürlich hier drinnen, ja, jetzt keine Schablone hat, wo man mit der Schere nochmal ausschneidet oder so. Ich nehme, weil ich es ja da habe, hier meine ausgestanzten Teile und da habe ich verschiedene Schablonen, ob Kreise, ob Herzen, ob Blumen. Heute möchte ich das Ganze mit einer Blume machen. Papiere kann man alles nehmen. Ich möchte heute mit diesem Papier basteln. Und zwar ist das vom Action. Das gab es letztes Jahr. Und das hat eine Größe von 30. Also Länge 30. So, dann lege ich das zur Seite. Was brauche ich zusätzlich noch? Hier kann man natürlich mit so einer Schneideunterlage arbeiten. Ich hole jetzt erstmal das Papier raus, was ich nehmen möchte. Ich wollte erst die Schmetterlinge machen, aber das kann ich ja dann noch mal machen, wie das dann aussieht. Wir machen hier zusammen das hier. Das möchte ich einfach mal gucken, ob das dann auch wirkt. So, man braucht nicht das ganze Blatt, man braucht nur ein bisschen davon. So, du könntest das jetzt hier auf dein Papier legen, wenn du auf deine Matte legen, holst ein Lineal, trennst dir jetzt so drei so Kästchen hier ab und das würde hier schon mal optimal passen. Ich mache es mir ein bisschen leichter. Ich habe ja ein Falzbrett. Upsila, da verliere ich alles. Die benutzten, was ich hier verwende, verlinke ich natürlich unten wieder in der Videobeschreibung, wenn dich das interessiert. Und wenn es es nicht irgendwo gibt, ja, dann mache ich Alternativprodukte hin. So, ich habe hier mein Falzbrett. Und jetzt mache ich mir hier das Ganze bei, ja, es kommt drauf an, wie breit man die Rosette haben möchte. Ich nehme aber jetzt einfach mal, nehme ich drei oder nehme ich vier? Schwer zu sagen. Also umso breiter man das macht, umso größer wird sie ja dann. Also und umso so dünner man den Streifen macht, umso kleiner wird sie. Ich mache jetzt einfach mal vier. Mache ich vier? Ja, ich mache vier. So, ich setze das also dann hier an bei vier. Ich arbeite nicht mit Inch, ich arbeite immer mit Zentimetern. Gehe jetzt einmal hier durch und das Ganze wiederhole ich einfach nochmal. Ich könnte jetzt mein Schneidebrett noch holen. Leg diese Linie dann an oder mache es gleich mit meinem Schneidebrett, will ich aber nicht. So, jetzt kann ich mir das nämlich hier schön umknicken. Wie gesagt, jetzt könnte ich mir das abschneiden. Ich habe aber hier eine Schere und deswegen schneide ich mir das Ganze jetzt hier einfach schön ab. Jetzt habe ich hier meinen Papierstreifen. Wer jetzt kein so ein Falzbrett hat, der nimmt jetzt ein Lineal und macht jetzt so in Abständen, je nachdem, wie groß das hier werden soll, die Zwischenräume, ein Zentimeter, einen halben Zentimeter, 1,5. Also das ist auch, wie du das machen möchtest. Ich lege mir das jetzt hier einfach an und ich ziehe mir jetzt immer eine Linie bei einem Zentimeter. Und das mache ich bis hinten durch. So, jetzt habe ich hier meine ganzen schönen gefalzten
Man kann das bestimmt ein bisschen erkennen. Ist immer ein bisschen schwierig mit dem Weiß. Ja, jetzt habe ich das mir schön... Na, jetzt habe ich wieder einen Hänger. Super. Gefalzt, so ist es richtig. Jetzt mache ich auch hier wie so eine Treppe. Also ich mache das einmal vor. Ich mache das einmal zurück. Dadurch, dass man die Falzlinien hat, hat man hier eine wunderbare Vorgabe und das geht sozusagen von ganz alleine. Bis hinten durch. So, jetzt habe ich das hier schön zusammen gemacht. Jetzt drücke ich das nochmal und jetzt lasse ich das erstmal wieder aufgehen. Jetzt nehme ich diese beiden Enden und stecke die dann so zusammen. Entweder mache ich mir jetzt hier an die Seite mein doppelseitiges Klebeband dran oder ich nehme meinen Sekundenkleber und ich mache das mit dem Sekundenkleber und klebe die beiden Enden zusammen, sodass das hier so reingeht, als wenn die Ziehharmonika weiterführt. So, ich nehme das jetzt also, übertreibe nicht so, weil das Sekundenkleber hält sehr gut. Nicht, dass das unnötig drüber läuft. So. Stecke das hier zusammen. Und drücke das jetzt mal ein bisschen fest. Und lasse es trocknen. So, in der Zeit, wo ich das trocknen lasse, gucke ich mal in meiner Kiste bei meinen ausgestanzten Blumen, ob hier was dabei ist, was passen könnte. Muss ich mal testen, ob das passt. Ich denke mal, das passt weniger. Ich mache mal ein Silber hin. Auch was man da jetzt oben drauf klebt, da könnte man ja auch theoretisch wieder so eine kleine Papierblume machen. Also die, die ich hier zum Beispiel drauf gemacht habe, würde da auch passen, halt in klein. Also das ist ja wieder, ja, das ist nur so die Idee, die ich jetzt hier gebe. Ja, probiert das einfach mal. So mache ich das immer, wenn ich Papierreste habe und ein bisschen Zeit, dann stanze ich mir das vor, egal welche Schablonen. Blumen kommen dann alle zusammen, egal welche Größe. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Man bräuchte nämlich fast drei Hände. Man versucht das hier so ein bisschen zusammen zu machen. Und dann versucht man, das von außen so nach außen zu ziehen. Also von der Seite so nach außen zu ziehen. Also man hält das so, versucht das. Und dann guckt man, ob man das hier so auseinanderziehen kann. Und dann muss man das ganz schnell auf die Unterlage legen. So, jetzt hält man das und jetzt muss man natürlich gucken, passt das zu meinem, was ich hier vorhabe? Sieht das gut aus, was ich hier drauf machen möchte? Oder ist das eher nicht so? Das harmoniert nicht. Das könnte eventuell gehen. Oder? Wie sieht das in der Kamera aus? Rosa ist hier so vertreten, das Silber ist vertreten. Ich mache das jetzt einfach mal drauf. So, da ich das jetzt doppelt habe, muss ich die ja erstmal zusammenfügen. Oder ich mache das so. Immer hier festhalten. Ich nehme diese Seite. So, jetzt mache ich hier meinen Kleber auf. Mache ich mir hier ein bisschen hin, nicht zu viel, weil das ja sonst in die Ritze reinläuft. Ein bisschen verschmieren. So, hier nehme ich immer gerne meine Pinzette, einfach damit ich mich nicht einsaue, weil Sekundenkleber halt nicht so schön von der Haut wieder abgeht. Jetzt muss ich mir das mal hier vorschieben. So. Und jetzt bringe ich das hier in der Mitte drauf. Zack. Und halte das erstmal.
So, ich gucke, dass das auch wirklich zusammen ist. Und jetzt suche ich mir noch irgendein Teil aus. Das muss nicht dazu passen, das muss nicht schön aussehen, weil ich das nämlich einfach nur von hinten dran klebe. Jetzt habe ich noch durch Zufall hier so ein silbernes gefunden. So, Sekundenkleber müsste nach ein paar Sekunden eigentlich halten. Das hält. Jetzt drehe ich die mir einfach um. Hält das? Ja. Jetzt mache ich dasselbe Spiel hier. Kleber drauf. Einmal drauf. Ich könnte jetzt eigentlich hier auch so ein Steinchen auf der anderen Seite machen. Also ich könnte jetzt auch hier so ein Steinchen drauf machen, dass das schön aussieht. Also da ist alles offen. Ich mache jetzt aber das drauf. Ja, sieht schön aus. Auch wieder. Und drauf mit ja. So, das kann trocknen und fertig ist meine Rosette. Und du siehst, wunderschön, verschiedene Sachen, wunderschön. Ich kann Steinchen machen, ich könnte unten drunter noch so ein bisschen so Deko-Gras oder so machen oder Schnüre oder Draht. Also da kann man noch eine draufsetzen, eine große machen, noch eine draufsetzen und so weiter. Was ich aber an dieser Stelle mal erwähnen möchte, alle sind ja hin und weg von diesem Actionpapier. Ich liebe das Actionpapier auch. Auch wie hier, das ist so ein Block, den habe ich mir ein paar Mal gekauft, einfach weil der so toll ist. Aber ich weiß nicht, ob es mir nur so geht, wenn hier jemand draußen zuguckt, der das auch kennt. Actionpapiere eignen sich nicht so gut wie hier, zum Beispiel wenn sie gefaltet werden. Ich habe hier in dem Papier leichte Risse drin. Das heißt, es ist ja oben dann beglitzert und alles gemacht. Und beim Actionpapier, es passiert mir wirklich nur beim Actionpapier, dass jetzt hier diese Knickfalte gerissen ist. Die ist hier gerissen, die ist hier gerissen. Ich denke, sag jetzt mal, einer, der das geschenkt bekommt, sieht das nicht unbedingt, ja? Oder man kann das jetzt so ein bisschen ausbessern. Aber mir fällt das halt auf. Hier habe ich, was habe ich hier für ein Papier genommen? Hier ist es auch Action, aber hier ist nichts passiert. So, hier habe ich, ja, ein etwas teureres, auch klein gearbeitet. Klein ist ja auch manchmal ein bisschen empfindlicher. Ist nichts passiert und das ärgert mich manchmal. Da habe ich nämlich auch die Goodie-Bags hier gebastelt und dann ist mir das eingerissen. Hier oben sieht man es. Ich habe das, sobald ich das knicke, reißt das Papier ein und das ist ein bisschen ärgerlich. Aber nun gut. Kannst du mir gerne mal schreiben, wie das bei dir ist oder ob ich da vielleicht irgendwas falsch mache, dass ich mit dem Papier besser umgehen muss. So, ich wollte ja noch mal gucken, wie das Ganze aussieht mit diesem Papier, weil das ist mein Lieblingspapier. Das da. Das mache ich jetzt noch mal und dann zeige ich dir das Ergebnis. So, ich habe erstmal ein bisschen umher experimentiert. Hier sieht man einen sehr, sehr schönen Unterschied. Ja, ich habe ein bisschen missgeredet und zwar habe ich ja gesagt, wenn man das Papier breiter nimmt, dann wird die automatisch größer und so. Stimmt nicht. Wenn man das, was ich vorhin mit 3 cm oder 4 cm hatte, wenn man das auf 6 cm schon macht, dann lässt sich das nicht umklappen. Auch nicht, wenn man es kleiner macht. Ich habe da jetzt wirklich umherprobiert, hier alles, was in den Müll kann. Ja, also. Bei diesen Rosetten ist es wirklich so, dass man halt nicht zu breit gehen darf, man kann aber in die Länge gehen. Und hier habe ich, bei dieser bin ich in die Länge gegangen. Das heißt, ich habe hier nicht nur 30 cm genommen, sondern ich habe 60 cm genommen. Und dann sieht die Rosette so aus. Man hat sie dichter, man hat sie dementsprechend höher und so kann man auch wieder einen anderen Effekt darstellen. Also bei denen ist es wirklich so, man kann jetzt damit nicht riesengroße machen. Ich hoffe, ich habe keinen Denkfehler. Dafür kann man dann diese Alternative nehmen, wenn man größeres Papier halt nimmt. So, dann nimmt man diese Technik. Das habe ich euch verlinkt oder das habe ich dir verlinkt unten in der Infobox und auch oben in der Ecke. Und hier sieht das Ganze dann so aus. Also hier habe ich ja ein und dieselbe Technik, aber dennoch
sehen sie total anders aus. Ich finde die jetzt nicht ganz so schön. Ich denke mal, es kommt darauf an, wo man sie benutzt. Hier ist es auch so, dass man mehr Klebekraft benötigt. Ich habe hier hinten einen großen drauf gemacht, einfach weil ja mehr da ist, was auseinanderspringen kann. Hier habe ich zwei hingemacht, so ein bisschen versetzt, noch so ein Klebestein drauf. Und ja, das war's. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich konnte dich ein bisschen inspirieren und auch hier gilt wieder, wenn man Lust hat, einfach 10, 20, 30 Mal vorfertigen mit verschiedenen Papieren, damit, wenn man ein Geschenk verzieren möchte, einfach weiß, aha, da ist die Schublade, da kann ich mir jetzt was Schönes rausholen und man muss nicht erst die ganzen Sachen rauskramen, damit man dann was Schönes zaubern kann. Also, ja, ich werde hier einige vorbereiten, auch schon allein hier für die Anleitung, wenn immer mal was anderes kommt, ein Geschenk einpacken oder wenn ich dann mal irgendeine Karte gestalten möchte und ich brauche dann hier solche kleinen dafür. Also daher werde ich mich da hinsetzen und einiges machen. Und ja, das war's von mir. Ich bedanke mich, dass du zugesehen hast. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und dann bis bald. Deine Katrin. Tschüss.